Ich habe mich in den letzten Tagen mit dem Zitat von Erik Fried beschäftigt, welches in mir viele Fragen und Gedanken auslöste. Das Zitat lautet: Hier herrscht Freiheit, ist immer ein Irrtum oder auch eine Lüge. Freiheit herrscht nicht. Zitat Ende. Was macht einen frei oder wie wird man es? Jeder Mensch assoziiert das Wort Freiheit mit seinen eigenen Vorstellungen und Wünschen. Für manche ist es Freiheit, im Bett liegen bleiben zu können oder nur 4 Tage in der Woche arbeiten zu müssen. Manche sehen sich nach Utopien und denken, damit werden sie frei. Banker, Schüler oder auch Punker, jeder hat ein Stück weit das Verlangen danach, frei zu sein. Des Weiteren beschäftigte ich mich lange mit der Frage, was denn nun für mich Freiheit bedeutet und ob ich frei bin. Freiheit bedeutet für mich, sich nicht an irgendetwas binden zu müssen, gehen zu können, wann immer ich will. Freiheit ist Nervenkitzel, Freiheit ist Leben und Leben lassen. Ich wünschte, ich könnte sagen, dass ich genau dies tun kann und meine Freiheit in vollen Zügen genieße. Aber leider habe auch ich Pflichten und muss mich anpassen. Meine Frage an dich: Bist du frei? Und wenn ja, wie hast du es geschafft?